Meine Damen und Herren, heute haben wir eines der wichtigsten und schönsten Ereignisse im Leben der griechischen Königsfamilie erlebt. Die lang ersehnte Hochzeit von Theodora der Griechischen, der jüngsten Tochter des ehemaligen Königs Konstantin II, und des amerikanischen Anwalts Matthew Kuma fand in Athen statt. Die Hochzeitszeremonie fand in der prächtigen und historischen Metropolitan-Kathedrale statt, die ein Symbol für die griechische Königsfamilie ist. In diesem Tempel wurden König Konstantin und Prinzessin Anna Maria von Dänemark, sowie König Juan Carlos von Spanien und Königin Sophia im Jahr 1962 geheiratet. Ebenso symbolisch ist es, dass im selben Tempel im Januar letzten Jahres der Abschied vom letzten König von Griechenland, Konstantin II, stattfand, was das Ereignis für die ganze Familie noch emotionaler und bedeutungsvoller machte. Theodora, die ihre Hochzeit wegen einer Pandemie im Jahr 2020 und des anschließenden Todes ihres Vaters Anfang 2023 lange verzögert hatte, hat heute endlich ihren lang gehegten Traum verwirklicht. Wir können nicht anders, als ihre luxuriöse Hochzeitskleidung zu erwähnen, die von der berühmten griechischen Designerin Celia Kritaziotti kreiert wurde. Ein Kleid mit einer königlichen Silhouette, das mit exquisiter Stickerei und einem luftigen Tüllrock verziert ist, hob es unter allen Anwesenden hervor. Besondere Aufmerksamkeit erregte der elegante Ausschnitt des Bardot, der von den feinsten Tüllschichten umrahmt wurde, die auch den Rücken des Kleides schmückten. Es war sicherlich eine Wahl, die einer Prinzessin würdig war. Aber die Hauptdekoration des Bildes von Theodora ist das berühmte Diadem, das in den 1930er Jahren vom Schmuckhaus Cartier aus Weißgold und Platin geschaffen wurde. Es ist bekannt als das Jedive-Diadem und ist eines der wertvollsten und historischsten Schmuckstücke der Familie. Von diesem Tiara fiel auch ein langer Schleier ab, der zu einem der berührendsten Elemente des Bildes der Braut wurde. Dieser historische Hochzeitsschleier wurde von Generation zu Generation an die dänische Königsfamilie weitergegeben, beginnend mit Königin Ingrid, der Mutter von Anna Maria. Es wurde auch von vielen prominenten Frauen verwendet, darunter die heutige dänische Königin Margrethe II und Kronprinzessin Mary. Ein prächtiges Ereignis versammelte Vertreter der Königshäuser aus ganz Europa unter den Gewölben des Tempels. Zu den Ehrengästen gehörte Königin Sophia, die mit ihren Infanten, Töchtern Elena und Christina sowie ihren Enkeln ein elegantes rotes Kleid trug. Andere Vertreter der griechischen Königsfamilie waren anwesend, darunter Prinz Paul, Theodoras Bruder, der die ehrenvolle Rolle übernahm, seine Schwester zum Altar zu führen und dabei ihren Vater zu ersetzen, was für die Familie besonders symbolisch wurde. Unter den Gästen waren auch Alexia von Griechenland mit ihrem Mann Carlos Morales und ihren Kindern sowie zahlreiche Vertreter der europäischen Königshäuser zu sehen, darunter Prinz Alexander von Serbien mit seiner Frau, Prinzessin Benedikt von Dänemark und ihre Tochter Alexandra. Die Feier endete mit einem herrlichen Abendessen in einem der renommiertesten Hotels in Athen, in dem das Brautpaar sein Glück mit seinen Lieben feierte. Die Hochzeit von Theodora der Griechischen ist nicht nur ein freudiges Ereignis für die Familie, sondern auch ein historisches Ereignis, das in die Annalen der griechischen königlichen Geschichte eingegliedert ist, weil es die Vergangenheit und Gegenwart der königlichen Dynastien vereint hat. In Fortsetzung des Themas der königlichen Hochzeit von Theodora von Griechenland ist es erwähnenswert, dass dieses Ereignis nicht nur die königlichen Familien, sondern auch viele Vertreter der säkularen Gesellschaft und Fans von Monarchien auf der ganzen Welt auf sich aufmerksam gemacht hat. Die Presse diskutiert aktiv die Details der Feier, und im Netzwerk finden Sie viele zusätzliche Fakten und interessante Details. Die Hochzeit fand an einem der sonnigsten und wärmsten Tage des Herbstes in Athen statt, was die Symbolik dieses Tages für Theodora und ihre Familie unterstrich. Die Metropolitan-Kathedrale,
die mit weißen Rosen und Grün geschmückt war, schuf eine Atmosphäre von Komfort und Eleganz. Die Zeremonie fand nach orthodoxen Kanonen statt, was der Feier auch angesichts der griechischen Traditionen und des kulturellen Erbes der Familie eine besondere Bedeutung verlieh. Die Hochzeit von Theodora ist in den letzten Jahrzehnten zu einer der wenigen großen königlichen Zeremonien in Griechenland geworden, da solche Ereignisse seit der Abschaffung der Monarchie im Land im Jahr 1974 privater Natur sind. Einer der am meisten diskutierten Momente in der Presse war auch, dass die Hochzeit die griechische Königsfamilie mit anderen Königshäusern Europas und mit denen, die zuvor keine engen Beziehungen zu Griechenland hatten, verband. Die Anwesenheit von Vertretern verschiedener Monarchien erinnerte noch einmal an die historischen Verbindungen, die die griechische Königsfamilie mit den britischen, dänischen und spanischen Königsfamilien hat. Das Publikum diskutierte auch aktiv über die Garderoben der Gäste. Königin Sophia, im Alter von 85 Jahren, beeindruckte alle mit ihrer eleganten Wahl des Kleides, indem sie ein klassisches rotes Kleid wählte. Die Presse machte darauf aufmerksam, dass die Kinder von Infanta Cristina, besonders ihre Söhne, sehr stillvoll und zurückhaltend aussahen, was die Aufmerksamkeit der Journalisten nicht erregen konnte. Viele Reporter bemerkten, dass die Hochzeit mit besonderer Ehre zu den Traditionen verlief, aber das Brautpaar brachte seine Vision und seinen Stil in die Veranstaltung ein. Es kann auch nicht umhin zu erwähnen, dass die Vorbereitungen für die Hochzeit mehrere Monate dauerten. Besondere Aufmerksamkeit wurde den Sicherheitsfragen gewidmet, da der Status der Gäste sowie die Besonderheiten der öffentlichen Veranstaltungen in einer instabilen Weltlage berücksichtigt wurden. Die Medien stellten fest, dass die Sicherheit auf höchstem Niveau war und die Zeremonie ohne Zwischenfälle verlief. Das Brautpaar ging nach der Zeremonie in eine private Villa, in der das Bankett stattfand. Es wird berichtet, dass ein bekannter griechischer Sänger bei der Hochzeit aufgetreten ist und das Menü für die Gäste von den besten Köchen Athens entworfen wurde, was auch das hohe Niveau der Veranstaltung unterstrich. Theodora Greg, die seit vielen Jahren in Los Angeles lebt und eine Schauspielkarriere anstrebt, konnte ihr Leben endlich offiziell mit Matthew Kuma verbinden, dem sie lange Zeit begegnet waren. Es wird gemunkelt, dass sich das Brautpaar in naher Zukunft dauerhaft in den USA niederlassen wird, aber sie schließen auch die Möglichkeit nicht aus, mehr Zeit in Europa zu verbringen.